Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dead Space 3, Folge 19. Okay, die Genies. Frage: Nehmen wir an, dieses dämliche Experiment funktioniert und Sie finden die Maschine. Und dann? Wissen Sie überhaupt, wie Sie sie abschalten sollen? Naja, Admiral Graves erwähnte einen Codex. Sie sagte, man bräuchte ihn, um die Maschine zu steuern. Ja, ich konnte ein paar Logs von Dr. Serrano dechiffrieren. Und demnach ist eine Person namens Rosetta für die Herstellung des Schlüssels wichtig. Hören Sie sich eigentlich mal selbst zu? Sie wissen von diesem Scheiß genauso wenig wie ich. Wenn ich die Teile finde, um einen Sensor herzustellen, finden wir auch die Maschine. Und dann kümmern wir uns um diesen Codex. Unfassbar. Selbstmordritual, oder? TVR 30915 Fortschrittsbericht von SFC Lumley an General S. Marat im eminenter Rücktritt bei der Erweiterung von Einrichtung 1 heute. Gletschereinstoß kostete uns 23 Männer, 2 Schlepper und 3 unfertige Gebäude. Erste Untersuchungen wurden gemäß Protokoll mit Telemetriebolzen durchgeführt. Diese haben die instabile Eismasse aber nicht registriert. Der Verlust an Material und Arbeitskräften bedeutet einen gewaltigen Rückschlag in Zeitplan der Expedition. Thank you.
dass die Isolierung trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist. Es liegt nun an uns, das ultimative Opfer für die Sicherheit der souveränen Kolonien, die wir zu schützen geschworen haben, zu erbringen. Wir wissen, dass wir keine hundertprozentige Folgsamkeit erwarten können. Daher wird der militärische Arm dieser finalen... War beim Waffenarsenal um eine Pistole und eine Kugel für jeden Soldaten zu verlangen, habe am ganzen Körper gezittert. Der Sapli-Chef führte die Bestellung aus und fragte mich, ob ich eine Quittung bräuchte. Darüber lachten wir beide, da zusammen einmal die letzte Zigarette rauchten. Erzählte er mir von seiner Familie daheim, von seiner Urlaubspläne und nach seiner Rückkehr. Dann öffnete er den Reißverschluss eines Leichensacks und fragte, ob ich mich um kümmern würde. Er entschuldigte sich für sein Gewicht und sagte, dass er gerne wieder rechts nach unten gebracht werden wollte. Zuerst zögerte ich, aber er setzte sich ganz entspannt in den Sack, als wäre er ein Schlafsack, sprach ein schnelles Gebet und erschoss sich dann. Sobald ich mich um seine Überreste kümmerte, sammelte ich meine Bestellung ein und bemerkte, dass das Zittern vorbei war. Ich schätze, ich habe keine Angst mehr zu sterben. Ehrlich gesagt freue ich mich schon drauf. In drei Gruppen aus Soldaten mit Säuberungsaufgaben eingeteilt. Die erste Crew setzt alle Fahrzeuge außer Betrieb. Die nächste listet auf, welche Personen dem Befehl Folge leisten und hilft jenen, die es nicht tun. Die letzte zerstört sämtliche Daten, Aufzeichnungen und Kommunikationsmittel. Ich habe das eben verwechselt. Das war eben knapp. So, jetzt geht's hier weiter. Boah. Hey Leute, woran die hier auch immer experimentiert haben, anscheinend ist es aufgestanden und hat das halbe Lager mitgenommen. Oh nein! Was ist mit den Sensorteilen? Drei Teile, richtig? Naja, vielleicht irre ich mich, aber ich sehe mich mal um.
That whole program. Ja, hier kommen wir nicht mehr rüber. Okay, Santos. Ich glaube, ich habe alle Teile. Sehr gut. Glauben Sie, Sie können ihn rekonstruieren? Ich muss nur eine Bank finden und den Plan abrufen. Sollte nicht allzu schwierig sein. Thank you.
war's für diese Folge.